Wenn wir im Vorjahr gesagt haben, dass wir Europa angreifen wollen, das hat der Verein damals ja als Ziel ausgegeben, wir sind sehr knapp gescheitert letztes Jahr, dann wäre es natürlich fatal, vor der Saison zu sagen, wir wollen nicht nach Europa. Ich habe es auch gelesen und auch sehr positiv zur Kenntnis genommen. Ist kein Geheimnis, dass ich mich hier sehr wohl fühle bei Werder Bremen. Ich gehe davon aus, dass die Gespräche irgendwann geführt werden. Und nochmal, ich habe sowohl die Aussagen vom Chef als auch vom Trainer sehr positiv entgegengenommen und alles andere. Das klingt jetzt echt platt, aber müssen mein Berater und der Verein klären. Aber wie gesagt, alles cool. Ja, ich hab zwei Kinder, ich bin verheiratet und natürlich spielen da auch gewisse Sachen eine Rolle. Aber wie gesagt, ich bin da relativ entspannt und mit der Zeit wird eine Entscheidung getroffen. Ich war tief und fest verwurzelt in Dortmund, bin es heute immer noch, aber es ist alles aufgegangen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Natürlich die aktuelle Phase nagt an uns allen, aber ich habe hier einen Traditionsverein vorgefunden mit einem tollen Stadion, mit Fans, die das Spiel verstehen. Mir war wichtig, dass ich mit einem Trainer zusammenarbeite, von dem ich viel lernen kann, dass ich meine Identität wieder ein bisschen als Spieler wiederfinde. Nach dem schweren letzten Jahr in Dortmund, wo es auf und ab ging. Ich habe sehr, sehr großen oder hohen Respekt vor der Kabine gehabt, weil ich kannte die Kabine in Dortmund, da sind immer Leute rein und rausgegangen, aber ich war irgendwie immer da und jetzt war es andersrum. Ich musste jetzt in eine neue Kabine und musste neue Kontakte knüpfen etc. Da hatte ich ein bisschen Respekt vor, weil ich echt wenig Spiele aus der Mannschaft kannte, aber das ist auch komplett aufgegangen. Also meine Erwartungen haben sich 99% erfüllt. Ja. Mir ist egal, gegen wen wir am Wochenende spielen. Es geht darum, die Punkte zu holen. Und als Spieler von Borussia Dortmund war es für mich immer wichtig. Ja. Ich werde nie Fan von Schalke 04 sein, was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil kein Schalker wird auch irgendwann Fan von Borussia Dortmund sein. Aber ich bin Spieler von Werder Bremen und das wäre jetzt in der Situation, glaube ich, auch respektlos gegenüber meinem Arbeitgeber, meinem Verein zu sagen, für mich ist das Spiel als Dortmunder so besonders. Ja, für mich ist das Spiel besonders als Spieler von Werder Bremen, weil wir Punkte brauchen und da es ein Heimspiel ist. Dave kenne ich gut, war auch in einem sehr engen Austausch damals mit Jürgen. Und dadurch hatten wir auch natürlich Schnittpunkte. Ja. Er hat sich damals über meine Baustelle aufgeregt, als er dann an meinem Haus vorbeigefahren ist und da LKW standen und seinen Weg weggesperrt haben. Ja, ich mag Dave, er ist grundauf ehrlich und für mich hat es extrem gefreut, dass er diesen Weg eingeschlagen hat und dass er erfolgreich ist. Und ich wünsche ihm alles Gute, außer zweimal im Jahr, und also viermal im Jahr. Auch gegen Borussia Dortmund wünsche ich ihm sehr, sehr wenig Erfolg. Ansonsten, ihm und seiner Familie, ich kenne auch seine Familie ein bisschen, alles gut. Ja, die Zielsetzung vor der Saison wäre alles andere, also wenn wir irgendwas anderes ausgegeben hätten, wenn wir im Vorjahr gesagt haben, dass wir Europa angreifen wollen, das hat der Verein damals ja als Ziel ausgegeben. Wir sind sehr knapp gescheitert letztes Jahr, wir sind Achter geworden. Wir sind Achter geworden und hatten am letzten Spieltag theoretisch noch die Chance, nach Europa zu gehen. Dann wäre es natürlich fatal, vor der Saison zu sagen, wir wollen nicht nach Europa. Die Qualität ist fast komplett zusammengeblieben. Wir haben gute Leute dazu bekommen. Ja, und dann ist uns gefühlt jeden dritten Tag ein wichtiger Spieler weggebrochen. Ich glaube, dass keiner im Verein jetzt so naiv ist und über Europa redet. Es geht jetzt einfach darum, Punkte zu sammeln, Spiele zu gewinnen bis Winter. Und im Moment glaube ich nicht, dass sich irgendjemand Gedanken um Europa macht. Wir wollen punkten, wir wollen Spiele gewinnen. Ich habe auch schon die Feiertage auf dem 17., glaube ich, mit Dortmund waren wir mal 17. Und nach dem 18. Spieltag waren wir 18., weil wir zu Hause gegen Augsburg verloren haben. Da muss ich sagen, nach dem Augsburg-Spiel, da hatte ich schon eine schlaflose Nacht. Aber in meiner Karriere habe ich eigentlich fast
außer diese eine Saison habe ich fast immer um Europa gespielt, immer eigentlich auch immer um Champions League-Plätze gespielt. Aber das ist die Situation jetzt. Man darf jetzt nicht überdrehen, man darf seine eigenen Qualitäten jetzt nicht in Frage stellen als Mannschaft, aber man muss natürlich auch attent sein. Also die Tabelle lügt nicht und wir müssen Spiele gewinnen, wir müssen punkten.